Marc, in den letzten Wochen hieß es ja immer wieder, es fehlen so ein bisschen die Häuptlinge auf dem Feld. War es diesmal bei St. Pauli anders? Ja, ich denke, wir haben als ganzes Team gut gespielt. Ne? Also ich fand die erste Halbzeit, wir standen sehr gut in der Defensive, haben immer wieder auch gute Konter gesetzt, gut nach vorne auch teilweise gespielt. Ja, dann natürlich in der zweiten Halbzeit ein bisschen nachgelassen, obwohl wir auch dann noch gute Chancen hatten. Ne? Aber mit dem Publikum im Rücken hat St. Pauli dann natürlich richtig Druck gemacht. Aber wie gesagt, wir haben dann gut defensiv gestanden und sozusagen den Punkt auch dann verdient.